World of Tanks, Xbox 360 Edition. World of Tanks. Drücken Sie Start. Hallo, hier ist euer Robotbox 28 zu einer Runde World of Tanks, Xbox 360 Edition. Das Spiel kommt offiziell erst einen Monat später. Oben rechts seht ihr das Ladezeichen des Spiels. Und das ist die Open Beta. Ihr könnt euch über wt360.com euch registrieren für die Beta. Kriegt ihr einen Beta-Code und Link in der Beschreibung. Peggy 12. Peggy.info. Autosave-Warnung. So, das Spiel ist mir noch zu laut am Headset. Ja, das ist der Verbinden-Server zum Server verbinden. Kein Netz verfügbar. Anscheinend. Aber anscheinend schafft das wieder zu verbinden. So, eigentlich hat man hier zwei Panzer. Ich habe jetzt diesen billigen. Wir können Accessoires sowieso beschissene Tarnung kaufen. So, jetzt. So, Let's Battle. Das ist Zufallsgefecht. Das heißt, man joint in eine Lobby. Der Server, wo wir darauf spielen, oder ich hier wenigstens, das ist der Beta-Server. Und persönlich gesagt, ich selbst habe es fast nie gespielt. Also beim Kollegen auf der Konsole, weil ich ihm einen Beta-Code gegeben habe für das Spiel. Weil ich das Spiel bei mir fast nie gespielt habe, außer im Tutorial. Mann, Alter. Ich will spielen. Eben, wenn man etwas zeigen will, geht's nicht. Ist doch immer so, dass es nicht geht, wenn man etwas zeigen will. 40 leichte Panzer. Das Spiel wird auf der Xbox 360 ein Free-to-Play-Spiel sein. Und wo schmeiß ich jetzt die Kopfhörer? Gefecht verlassen. Und so schnell kommt man in eine Lobby. Also, wenn man einfach rausgeht und reinkommt. Minen. Ah. Die Front eines Panzers ist oft um. So, das ist unsere Trappe. Wir müssen die gegnerische Flagge einnehmen. Und ja. Zum Glück fahren die Panzer fast automatisch. Ich will mal schauen, ob wir mal mit dem Panzer durch diese Hütte. Ah, du Kameltreiber, du. Ich will doch nur schauen, ob man dieses Haus kaputt macht. Nee, dieses Haus kann man nicht zerstören.
Na, oben links sieht man, ganz oben links, so ein grüner Balken. Das ist die Verbindung zum Server. Und hier sieht man die Leute mit was für Panzers und so, dass sie fahren und die Map. Und theoretisch könnte ich jetzt auch mal stehen bleiben. Und der Panzer da hinten ist jetzt hochgegangen. So, der ist weg, aber nicht von mir. Fast alle Gegner sind weg und ich mach gar nichts. So, unser Panzer. Unten links gesehen. Ja, da sieht man auch die KMH und so. Ich denke, oh, einer sitzt in der Basis. Oh ne, zwei sind in der Basis. Das komplett gegnerische Team ist ausgeschaltet und ihr habt sozusagen null gemacht. Ja, das war ein kleiner Einblick in World of Tanks. Wir sehen uns gleich wieder in World of Tanks und ja, bis denne.